Freund von Gladbach-Trainer ins Koma geprügelt. Opfer nach Angriff in Lebensgefahr. Mönchengladbach. In der Nacht zum vergangenen Sonntag wurde in der Gladbacher Altstadt ein Freund des Gladbach-Trainers Lucien Favre von einem Südländer ins Koma geprügelt. Bei dem Opfer handelt es sich um den Ex-Präsidenten des Eishockeyclubs von Lausanne, Pierre Heck, 62 Jahre alt, der Favre mit einer Delegation Schweizer Fans in Deutschland besucht hatte. Die Fußballfans gingen nach dem Spiel in die Gladbacher Altstadt. Nach Angaben der Polizei sei Heck um 1.32 Uhr auf der Waldhauser Straße von einem etwa 25-jährigen Südländer nach einer Zigarette gefragt worden. Als der 62-Jährige ihm keine geben konnte, habe der Südländer sofort mit der Faust auf ihn eingeschlagen. Der Angriff war so heftig, dass der 62-Jährige Heck auf eine Bordsteinkante stürzte und mit dem Kopf aufschlug. Donato Motini, der die Reise organisierte, sagte der Bild: Es wurde grundlos auf ihn losgegangen. Das war die pure Lust am Prügeln. Borussentrainer Favre ist von dem Angriff geschockt. Es ist eine Katastrophe, was da passiert ist. Mein Bekannter hat nichts gemacht, ist einfach so zusammengeschlagen worden. Er liegt in der Uniklinik in Düsseldorf und kämpft um sein Leben. Der Sohn des Borussentrainers hätte bei dem Angriff ebenfalls zum Opfer werden können, da er auch mit in die Altstadt ging. Der Sohn hatte allerdings Glück, dass er nicht wie die anderen zu Fuß zum Hotel ging, sondern ein Taxi nahm. Der Zustand des Opfers soll inzwischen stabil sein. Die Fahndung nach dem Täter sei bislang erfolglos gewesen,